Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog an einem Freitag. Ich gehe jetzt zum Friseur. Also diesen Anblick haben wir jetzt zum letzten Mal. Die haben nämlich jetzt so eine blöde Länge, dass die hier so aufliegen und sich so nach außen wellen. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Und deswegen gucken wir mal, was wir damit jetzt anstellen. Hi! Guck mal, was wir gemacht haben. Ich habe ja Naturlocken ganz, ganz doll. Und heute haben wir die einfach mal genutzt für meine neue Frise. Also das heißt neue Frise, ne? Hier sind nur die Spitzen geschnitten. Jetzt hat sie mir mal gezeigt, wie ich das mit meinen Naturlocken richtig hinbekomme. Und dann kannst du die halt einfach mal so schnell hochstecken. Gerade im Sommer bestimmt auch cool, wenn wir baden sind oder so. Ich werde das jetzt so ein bisschen ausprobieren. Die nächsten Tage und Wochen. Bin sehr gespannt, wie ich mit meinen Naturlocken so zurechtkommen werde. Ist ein ganz neuer Anblick, oder? So habt ihr mich noch nie gesehen. Dann werde ich endlich das ständige Glätten jeden Tag los. Dann muss ich das nicht mehr machen. Dann kann ich das machen, aber muss es halt nicht mehr ständig machen. Guck mal, ich habe mir jetzt kurz Spang reingeknallt. Voll süß. Ich bin süß. Und jetzt werde ich putzen. Ich wollte eigentlich viel eher noch vloggen. Habe ich aber nicht mehr geschafft. Ich habe gerade einen kurzen Zwischenstopp zu Hause gemacht. Ich komme gerade von meinem Lesezirkel. Der ist ja alle 4 Wochen und diesmal hatten wir dieses Buch hier. Becoming meine Geschichte von Michelle Obama. Ist sehr, sehr gut angekommen. Ist auch ein wirklich sehr, sehr gutes Buch. Könnt mir gerne mal schreiben, ob ich dazu eine Rezension auf meinem Buchkanal machen soll. Genau, und jetzt fahre ich los zu einem Konzert. Ich war schon lange nicht mehr auf einem Konzert. Das letzte ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her. Und ich fahre auch alleine. Ich habe mich erst schwer getan, alleine zu fahren, aber ich wollte unbedingt auf dieses Konzert. Dann habe ich, wie so oft in letzter Zeit, einfach eine Herzmeditation gemacht und gefragt, soll ich mir Karten für diese Band holen? Und es war ein Ja, also habe ich mir Karten bestellt. Und dann war halt noch die Frage, ich fahre nicht so gerne Auto. Nicht so gerne lange Strecken. Nicht so gerne alleine lange Strecken. Und ich musste 2,5 Stunden ungefähr fahren. Und da war halt, okay, du könntest ja noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Zug oder Flixbus. Das passte aber alles zeitlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt Auto fahren. Und darüber freue ich mich aus 2 Gründen. Grund Nummer 1 ist, raus aus der Komfortzone. Also ich mache tatsächlich zum allerersten Mal so eine größere Sache alleine. Also das allererste Mal alleine 2,5 Stunden fahren, das erste Mal alleine auf ein Konzert gehen. Der Vorteil ist, ich war schon öfter in dieser Konzertlocation. Das heißt, ich weiß, wo der Parkplatz ist, wo die Toiletten sind und so alles. Das hilft mir schon mal sehr, als wenn ich irgendwie so ins Nichts fahre. Also das hilft mir tatsächlich sehr. Und zum anderen, die letzten Wochen und vor allen Dingen die letzten Tage waren richtig doll anstrengend. Im Sinne von morgens um 7 bis abends um 11 wollte ständig jemand was von mir. Nicht mal unbedingt die Kinder auch, aber normal in ihrem Ausmaß. Aber es wollte ständig jemand wegen der Arbeit irgendwas von mir. Ich musste ständig Entscheidungen treffen, Rückmeldungen geben. Es rief ständig jemand an, es schrieb ständig jemand eine Nachricht. Wirklich von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Und es war einfach krass anstrengend. Und ich freue mich gerade einfach, jetzt gleich 2,5 Stunden völlig alleine zu sein. Wirklich. Ich glaube, ich werde auch die ersten Kilometer kein Radio anmachen. Und erst wenn ich dann auf der Autobahn bin, die CDs in Ruhe hören von der Band, zu deren Konzert ich jetzt fahre, löse ich gleich noch auf. Weil das hören die Kinder schon mit, aber die Band mögen sie gerade nicht so. Die stehen aktuell auf Britney Spears. Okay, also wenn die im Auto sitzen, müssen wir Britney Spears hören. Und deswegen freue ich mich jetzt tatsächlich erstmal nur auf diese 2,5 Stunden Autofahren. Ich bin auch gedanklich noch gar nicht beim Konzert. Also ich habe noch nicht gerafft, dass ich heute A, auf ein Konzert gehe und B, auf ein Konzert dieser Band gehe. Das habe ich noch nicht gerafft. Das kommt dann erst, wenn ich, glaube, angekommen bin, also wirklich auch drin bin, wenn ich den Merchstand sehe, wenn ich die Leute sehe und wenn es dann wirklich losgeht. Ich glaube, dann habe ich es erst gerallt, weil ich in den ganzen Tagen noch keine Zeit hatte, mich darauf zu freuen oder mich darauf vorzubereiten. Und ja, obwohl ich mich halt seit Monaten tatsächlich auf dieses Konzert freue. Und deswegen bin ich jetzt froh, 2,5 Stunden
meine Ruhe zu haben. Weil ich bin wirklich die letzten Tage gar nicht zur Ruhe gekommen. So gar nicht. Aber es ging halt auch gerade nicht anders, weil durch die vielen Feiertage, die jetzt sind, und es mussten halt einige Dinge jetzt entschieden werden und war halt einfach mal so. Aber dafür habe ich jetzt eine echt geile Auszeit. Und am Anfang hatte ich auch so ein paar Bedenken, weil ich musste, ist ja nicht nur so, dass ich jetzt 2,5 Stunden alleine hinfahre. Ich muss ja mitten in der Nacht auch diese 2,5 Stunden wieder zurückfahren. Aber ich glaube, das wird werden. Ich habe mich da entsprechend drauf vorbereitet. Das zeige ich euch gleich im Auto, wie da mein Plan aussieht. Und ja, ich denke, ich werde den Vlog tatsächlich bis morgen früh noch ziehen, um euch dann morgen früh nochmal so ein Recap zu geben, wie das Konzert war und wie es für mich war, alleine zum Konzert zu gehen, alleine mal das erste Mal so eine Strecke zu fahren. Also ich bin schon mal allein diese Strecke gefahren, aber tagsüber, bin auch tagsüber zurückgekommen. Und ja, bin sehr gespannt. Bin aber jetzt schon stolz auf mich, dass ich das tatsächlich nicht mache. Also ich habe mich schon gesehen, dass ich die Karte im Internet wieder verkaufe und nicht fahre. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe nie dran gedacht, es überhaupt in Erwägung zu ziehen. Bin ich schon mal sehr stolz auf mich. Und ich fahre jetzt los. Und bis dann. So, mein heutiger Beifahrersitz. Erstmal habe ich hier in einem Roll-On Pfefferminz, weil das ist A gegen Kopfschmerzen, die ich zwangsläufig jetzt wahrscheinlich auf der Autofahrt bekommen werde. Und wenn man einen Energiekick braucht. Also ich glaube, das trage ich mir jetzt auf gegen die aufkommenden Kopfschmerzen, weil es unglaublich schwül draußen ist. Es könnte auch sein, dass ich in ein Gewitter reinfahre. Und deswegen brauche ich das jetzt. So, und dann ist hier meine Kühltasche. Da ist eine Cola drin. Dann, das ist mein liebster Energy Drink. Und Cola und Energy Drink, sowas trinke ich 2-3 Mal im Jahr. Heute ist einer dieser Tage. Weil das brauche ich auf jeden Fall abends für die Rückfahrt. So, dann habe ich mir mitgenommen von Vasa solche Sandwiches. Tomate und Basilikum. Mal gucken. Weil ich keine Zeit habe, noch groß vorher dann unterwegs zu halten und was zu essen. Deswegen muss ich das so ein bisschen nebenbei machen. Und dann habe ich mir hier noch so 2 Molkeriegel mitgenommen von Rossmann Schoko Crisp. Weil Schoki brauche ich dann bestimmt im Laufe der Zeit. Genau, so sieht's aus und jetzt geht's los. Also ihr seht mich jetzt nicht, also ihr seht mich eigentlich gar nicht. Aber ich will jetzt nicht mein Kameralicht anmachen, weil ganz, ganz viele Leute logischerweise um mich rumstehen. So sieht man mich, naja, auch nicht viel besser. Ich stecke quasi auf dem Parkplatz fest, weil hier nichts vorwärts geht. Und deswegen kann ich genauso gut auch noch was in die Kamera sagen. Also erstmal zur Hinfahrt, es lief alles super easy peasy. Zwischendrin habe ich mich ein bisschen gelangweilt, aber sonst ging's. Und dann komme ich hier an, gucke auf mein Handy und habe erstmal eine doofe Nachricht von zu Hause. Naja, ich bin dann halt losgelaufen, stand in der Schlange und in der Schlange hatte ich so, ich weiß nicht, vielleicht so 3-4 Minuten lang das Gefühl so, scheiße, was machst du hier eigentlich? Also da habe ich mich kurz tatsächlich einsam gefühlt und dann habe ich aber irgendwie auf das Gespräch gehört, was die Mädels hinter mir geführt haben und dann ging es auch wieder und das Gefühl kam tatsächlich auch heute Abend nicht mehr wieder. Ich hatte mega viel Spaß, es war ein unglaublich tolles Konzert. Und ich bin gespannt, wie das jetzt wird, noch die 2,5 Stunden bis nach Hause. Und morgen früh, das war nämlich unter anderem die Botschaft von zu Hause, muss ich tatsächlich um 8 schon wieder aufstehen. Ich komme aber erst irgendwie die Nacht um 1, hoffe ich, so ist mein Plan, zu Hause an. Wenn ich jetzt jemals irgendwie von diesem Parkplatz runterkomme. ja, genau. Also ich denke, ich nehme mir morgen die Zeit nochmal und sage nochmal ein bisschen was mit besseren Lichtverhältnissen. Für heute dann aber erstmal war's das. So, es ist jetzt Samstagmittag. Ich sitze schon wieder vor meinem PC, weil ich gleich ein Interview habe. Ein paar Minuten habe ich auch noch Zeit. Ich habe überlegt, habe ich euch gestern eigentlich erzählt, bei was für einem Konzert ich war? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Also falls ich es nicht erzählt haben sollte, ich war auf dem Konzert von Tokyo Hotel. Ich habe seit Jahren Tokyo Hotel nicht mehr gehört und vor ein paar Monaten habe ich ein Interview bei Markus Lanz mit Bill und Tom Kaulitz gesehen und er sagte dort, dass die Musik, die sie jetzt machen, dass die ihm richtig, richtig gut gefällt und ich dachte, okay, schaust du dir mal an, was sie in den letzten Jahren so für Musik gemacht haben und habe mir dann direkt 2 Alben gekauft und war sehr, 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 sehr begeistert und da kam dann auch relativ schnell raus, dass sie halt auf Europa-Tour gehen und ich habe mir dann halt mein Ticket besorgt. Und
ich hatte dann gestern mit einem Freund, hatte ich halt erzählt, zu welchem Konzert. Tokyo Hotel? Nee, das geht ja gar nicht. Und ich habe so gesagt, hast du jemals reingehört, was die letzten Jahre für Musik gemacht haben? Hab doch nicht solche Vorurteile, nur weil dir vielleicht vor 10, 15 Jahren die Musik halt nicht gefallen hat. Wobei ich sagen muss, mit 15 hat mir Durch den Monsun schon auch gefallen, aber ich war nie so ein Hardcore-Fan. Ich hatte damals nie ein Album, ich habe nie ein Poster von denen in meinem Zimmer gehabt. Und es war richtig, richtig gut. Kann ich echt nur empfehlen, guckt euch die Musik von Tokyo Hotel mal an. Und es gibt auch Tokyo Hotel TV, also es ist so ein YouTube-Kanal, wo die einen so ein bisschen mit der Kamera mitnehmen. Das ist auch immer sehr, sehr lustig zu sehen. Und so rückblickend kann ich echt sagen, es hat sich echt gelohnt, da alleine hinzufahren, das alleine zu machen. Das hat mich extrem wieder in meinem Selbstbewusstsein gestärkt, dass ich sowas absolut kann, dass sowas absolut machbar ist und ich werde sowas definitiv wieder machen. Schreibt mir doch mal jetzt in die Kommentare, ob ihr schon mal alleine irgendwo wart und wie ihr das so gefunden habt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!